Ja, Mann, du machst dieses Jahr Urlaub in Deutschland, ne? Du hast ja die perfekte Regenjackenfigur. Ja, hier sitzt es, das offizielle Orakel des deutschen Fußball. Ist seit letzter Woche offiziell. Weil da hat der BVB den Neuzugang Jermaine nie Schalke präsentiert. Medien, Instagram, alles dreht durch. Boah, wie geil! Das Trikot kaufe ich mir. Und unter jedem Beitrag steht: Mensch, Uwe, da haben sie ja endlich mal auf dich gehört. Ja, soweit. Jermaine nie Schalke. Hier kommt nochmal meine Vorhersage. Vom 6. Februar 2023. Borussia Dortmund war jetzt auch nicht mehr so tätig auf dem Transfermarkt. Wobei, ich habe einen knallharten Tipp für den BVB. 19 Jahre alt, der Kollege, spielt beim 1. FC Nürnberg und heißt Jermaine nie Schalke. Der muss einen Vertrag auf Lebenszeit beim BVB. Was meinst du, wenn du ein BVB-Trikot verkaufst und nie Schalke? Können alle anderen einpacken. Ja, vor dem Pokalkracher gegen Rot-Weiß Essen verpflichtet der HSV den unbekannten Mittelfeldspieler Stefan Pauli. Und bei der Trikotpräsentation, Vorname St.Pauli. Ja, auf mich hört ja keiner. Vom BVB hat sich natürlich noch keiner gemeldet. Wisst aber jetzt schon, wen er anrufen müsst, ne? Wenn er wirklich eine Chance haben wollt auf die deutsche Meisterschaft. Ich meine, das muss auch schwer sein für so einen Aki Watzke, ne? So ein Mann im blauen Anzug, einfach mal die Marketingstrategie für die nächsten Jahre umsonst vor die Füße knallt. Bei Blau ist für alle automatisch Schalke. Ne, die bei Instagram und TikTok kommentieren, das sagt ein Schalker. Genau mein Humor. Das sind auch die Leute, die denken, die deutsche Wirtschaft geht einen Bach runter, weil die Kneipen zumachen. Stefan, du bist langsam auch urlaubsreif, ne? Du ähnelst ja immer mehr deinem Passbild. Es wird, glaube ich, mal Zeit, dass ich mal meine Glaskugel raushole, um mal einen Blick in die Zukunft des deutschen Fußballs zu werfen. Also Zettel und Stift bereithalten, hier kommen meine Prognosen für die Zukunft des deutschen Fußballs. Für das kommende Wochenende, was sehe ich da? Ach, der Sommer ist zurück. Also Bayern-Fans, ihr könnt hocken bleiben, ne? Also, der Jan kommt nicht zurück aus Inter Mailand. Aber für die Klamotten habe ich einen Tipp. Trägst du kurze Hose und Funktionsjacke, dann hast du eine Übergangsmacke. Andi, du glaubst auch, ne? Eulen sind das Who is Who des Waldes. Huhu, huhu. 23. Mai 2024. Was sehe ich da? Ja, Glückwunsch an Union Berlin, ne? Zum ersten deutschen Meistertitel. Total verdient, ne? Der Urs Fischer, der hat da ein richtig geiles Team auf die Beine gestellt. Ja, und die Bayern haben gemerkt, ne, die vier Treffer von Harry Kane, die haben auch nur fürs Champions League Achtelfinale gereicht. Naja, Mainz und Gladbach haben Platz 9 und 10 sicher verteidigt. Und beim BVB, ja, Rekord-Trikotverkauf, ne? 83.000 Mal nie Schalke, ne? Trösten dann ein bisschen hinweg über den 5. Platz. Ja. Abgestiegen sind Hoffenheim und Heidenheim. Und der HSV geht in Darmstadt in die Relegation. Da bin ich mal gespannt. Hermann, sag mal, hast du deine Ernährung umgestellt? Das war ja voll der gerissene Pass. Frisst du jetzt raffinierten Zucker? Oder was? 15. Juli 2024. Was sehe ich da? Ja, und Glückwunsch, ne? Frankreich ist Europameister. Richtig geile Nummer da gewesen bei unserer Heim-EM. Im Finale gegen Spanien. Aber wir haben es immerhin bei unserer EM ins Achtelfinale geschafft. Das ist ein richtiger Erfolg, ne? Hat unsere Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor ihrem Rücktritt noch verkündet. Ja, jetzt geht's mit Rudi Völler. Aber immerhin war die Euphorie, die war immer auch nicht da. Patrick! Packst du bitte ein, ne, fürs kommende Wochenende, die Sonnenmilch. Ja, auch wenn du laktoseintolerant bist. 20. Juni 2036. Was sehe ich da? Ja, und der FC Bayern München hat Thomas Müller heute als neuen Trainer vorgestellt. Das Mir-san-mir-Gefühl, das schafft der FC Bayern jetzt mit künstlicher Intelligenz, ne, in der neuen virtuellen Arena. Die Gönner-G-Arena. Da sitzt gar niemand mehr drinne,
Aber du glaubst, das Ding wäre voll. Also Stimmung im Prinzip wie vor 12 Jahren. Ne? International gibt es für die Bayern gar nichts mehr zu holen. Ne? Weil die UEFA ja schon vor 3 Jahren beschlossen hat, dass die Mannschaften von Saudi-Arabien jetzt auch in der Champions League teilnehmen. Ist ja noch vor 2 Jahren das Finale im Camp Nou in der Bitcoin Arena in Barcelona. Das Finale Al-Nassr gegen Delay Sports. 5.300 Leute im Stadion. Kam nicht im Fernsehen, haben eigentlich Influencer irgendwelche Stories gemacht und im Hintergrund hast du ein bisschen was vom Spiel gesehen. Bin mal gespannt, wo das noch endet. Christian! Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat ein neues Geschäftsmodell. Der verkauft jetzt so Feuerschalen aus Holz. Läuft, geht so, sagt er.